So. Und damit begrüße ich euch zum heutigen Stream. Wir werden heute ein bisschen weiter auf einer Raumstation rumgeistern, auf der wir leider mit einem Alien gefangen sind und wir Medizin für unsere liebe nette Kollegin brauchen. Da die verletzt ist und wir sozusagen jetzt endlich Verbündete haben, die uns wahrscheinlich dann später auch töten wollen. Aber zumindest jetzt im Moment erstmal nicht. Was haben wir im letzten Stream gemacht? Im letzten Stream haben wir, wie gesagt, unsere Verbündeten erreicht. Und von denen hat sich einer leider ganz furchtbar am Bein verletzt und wir sind auf dem Weg in die Krankenstation gewesen, wo wir dann auch einen Arzt getroffen haben, der, naja, uns auf eine gewisse Art und Weise helfen möchte, aber nur wenn wir ihm auch helfen, also so ein, ja, für beide einen Win daraus spricht. Und der hat uns allerdings verschwiegen, dass das Alien da schon rumläuft. Und das war ein bisschen blöd für uns, weil wir sozusagen das erste Mal mit dem Alien richtig konfrontiert wurden und ja, da gab es dann auch den ein oder anderen Fail, aber das passt schon. Ich finde es ein bisschen, ich fand es sehr interessant, dass wir auch in diesen Safe Rooms sterben können, die uns das Spiel gibt, wo wir abspeichern, weil da laden wir ja sowieso neu, wenn man dann direkt wieder stirbt. Aber ist egal, solange man das Speichern schafft. Passt das schon? Ich würde sagen, ich rede gar nicht mehr groß weit um den heißen Brei herum. Ich töpfe ins Spiel und lege mit euch los. Beliebige Taste drücken. Okay, Maustaste zählt nicht. Ich weiß die Steuerung natürlich auch wieder überhaupt nicht mehr. Ja, das hier. Fortsetzen. Aber ich schätze mal, so kompliziert war die Steuerung ja eigentlich, glaube ich, nicht. Ne? So, Sprinten war da, glaube ich. Ducken. Können wir ja gleich ausprobieren. Wir sind ja an der Speicherstation im Optimalfall gerade. Und jetzt habe ich wieder fast den Fehler gemacht, dass ich euch einen Blackstream gebe. Aber ich habe mich daran erinnert, dass das ja nicht so gut geklappt hat. Ja, genau, das war Ducken. Ducken war hier. Ja, genau. Und ja, Sprinten war da. So. Genau, wir haben letztes Mal dann diesen ganzen Komplex hier erkundet. Mit dem nettesten Alien im Nacken, was man sich vorstellen kann. Ja, hallo! So, ich sammle meine Sachen und dann können wir los. Klingt gut! Jetzt wird er gefressen. Ja, das war nicht so gut, die Tür aufzumachen, ne? Okay. Das Alien mag uns auch nicht und wir sind auch direkt. Wir starten also sozusagen direkt mit einem Fail, aber das ist vollkommen okay. Hey, ja, Vatlina, alles gut bei dir? Ich hoffe besser als bei uns hier. Jetzt muss ich hier mit dem reden. So, ich sammle meine Sachen und dann können wir los. Okay. Dann sammeln mal. Muss ich hin? Hier war ich doch schon. Muss ich hier hin? Hey, wo muss ich denn hin? Ich muss zu in dem Aufzug. Aber warum bin ich denn nach dahin gelaufen dann, wenn der Aufzug doch gar nicht hier ist?
Das war natürlich nicht so smart. Eigentlich möchtest du mich fressen? Das wäre okay. Weil ich muss zurück. Weil ich bin halt irgendwie doof gegangen. Kann ich einfach neu laden? Ja. Weil hier muss ich ja gar nicht hin. Ist ja voll die Verarsche. Und ich muss es mir ja auch nicht komplizierter machen als nötig, ne? Oh, hi, tschüss. So, ich sammle meine Sachen und dann können wir los. Ja, dann sammle mal deine Sachen, ne? Tschüssi. Hallo? Was muss ich noch? Ich muss hier noch drauf drücken. Oh, na, alles gut bei euch? Umweltrettung. Ich weiß, du hast mir schon gefollowt. Ich habe mich da, glaube ich, noch nicht bedankt, als du da warst. Deswegen danke auf jeden Fall für dein Follow. Sowohl auf YouTube als auch auf Twitch möchte ich danken. Boah, ich kann nicht speichern. Speichern ist sogar gut. Ja, ich möchte speichern, bitte. Ja, ich möchte es auch überschreiben. Das ist mir egal. Ich brauch den Point hier. So, jetzt ist mir nämlich egal, wenn du mich tötest, dann tötest du mich halt. So. Lampenbatterien. Ich muss mich warm. Kann ich mich verstecken? Das gefällt mir nicht. Hier ist zu. Da ist ein Lüftungsschacht. Hier ist auch zu. Okay. Da hier zu ist, muss ich wieder dann hier hingehen, ne? Wo wir nochmal alles benutzen? Ja. Okay, den Rest kann ich nicht, weil den habe ich noch nicht benutzt. Kann ich irgendwas bauen, was Schönes? Ach, immer falsche Tasten hier. Alles gut. Hab dich zufällig durch YouTube gefunden. Ja, das freut mich. King of Retail ist momentan hier auf Twitch ein bisschen auf Pause. Weil ich davon noch so viel vorproduziert habe und ich irgendwie durch You Suck at Packing noch so viele Projekte habe, dass ich da gerade erstmal ein bisschen Puffer brauche, dass ich hier dann mit anderen Sachen weitermachen kann. Kann ich die produzieren? Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich sie benutze, aber wir basteln das jetzt einfach mal. Vielleicht kann ich jetzt hier die Sachen dann noch aufnehmen. Ihr könnt mich auch in Ruhe lassen hier, Leute, ne? Also, wenn ich das schon wieder so höre, kriege ich schon wieder die Krise. Kann es sein, dass ich durch diesen Lüftungsschacht muss? Aber King of Retail, ich kann dir verraten, King of Retail wird noch eine ganze Weile weitergehen. Ich habe noch ein bisschen was geplant. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Hä, aber... Also hier komme ich nicht durch. Ich will nicht da rein, da ist doch dieses Viech drin. Oh, Elektroschocker. Ich habe einen Elektroschocker gefunden. Oh, das ist voll lieb. Danke dir. Ja, ich habe genug Videos online, das ist schon wahr. Also ein bisschen was ist da auch noch. Also wenn man sich da... Ich glaube, bei meinem Kanal kann man echt viel gucken, wenn man das möchte. Und King of Retail ist auch noch ein bisschen was. Ich habe noch ein bisschen was in eingereiht. Also es wird nicht... dass man irgendwo drauf verzichten müsste. Also alles super. Und warum habe ich das Gefühl, dass sobald ich da drauf drücke, alles mir um die Ohren fliegt und ich ganz, ganz furchtbar hier unbedingt überall weg möchte? Ach, lass mich doch in Ruhe, Leute. Das ist doch nicht gut. Ich kann immer noch kein Medikit herstellen. Ich möchte da nicht dran gehen. Das ist so... Ich weiß, es ist tödlich.
Oh Mann! Okay, Frank, ich muss mit dir reden. Ich habe hier eine Leiche, die zum Marshall-Fall gehört. Weiblich, Ende 30, Brustwunde. Ich habe keine Ahnung, wie lange Marshall Waits sie da oben behalten will. Aber es ist eine ziemliche heikle Situation. Ich werde ihre Diskretion benötigen und ich werde auch ihr Vertrauen in dieser Angelegenheit brauchen. Kommen Sie in mein Büro. Nee, ich möchte nicht in Ihr Büro kommen. Aber ging ja zum Glück auch nicht an mich, ne? Guck mal hier, die Umweltkontrolle. Mal gucken, was hier so passiert. Ihre Bedenken bezüglich der Schließung von San Cristobal wurden notiert. Ich versichere Ihnen jedoch, dass die Evakuierung 100% nötig und nur vorübergehend ist. Meine Priorität ist das Wohlergehen der Lebenden. Sie scheinen sich mehr um die Toten zu kümmern. Ja, ich weiß nicht, ob sich hier auf dieser Raumstation noch so. Obwohl, um mich kümmern, kannst du mich ruhig auch noch kümmern. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn Sie die Energieschwankungen, die Temperaturen in der Leichenhalle und den Zustand der Leichen sorgen, passen Sie das Kühlsystem an. Verschwinden Sie einfach so schnell wie möglich. Ja, habe ich. Ist kein Ding. Okay, verschwinden ist. Mache ich gerne. Was muss ich hier freigeben? Kann ich nicht. Okay. Gibt es eine Audiodatei? Gibt es auch nicht. Oh, das ist nicht gut. Mache ich irgendwo einen Speicherpunkt direkt? Bestimmt, oder? Ich bin tot, gell? Ja. Immerhin habe ich noch geschafft zu speichern. Es war so klar, dass das kommt, ne, das Viech. Aber ich habe gespeichert, dass ich das Kühlsystem angemacht habe. Das heißt, ich muss jetzt nur noch gucken, wo ich hin muss. Ich muss ein Medikit finden, das ist mir schon klar. So, jetzt muss ich mir einfach überlegen, wo das Vieh herkommt. Kann ich aber nicht aktivieren, weil der hier fehlt. Ist das nicht dieser hier? Ja, du kannst auch einfach wieder weggehen, wo auch immer du hergekommen bist. Ja, das bringt mir nichts. Okay, es ist wieder weg. Das Ding hat immer noch keinen Strom. Das hier ist jetzt offen. Dann kriegst du bei Krankenstation empfiehlt.
einfach schön leise sein. Weil wenn man leise ist, dann hört einen das Alien nicht. Ich brauche den. Das ist der letzte. Den muss ich da reinpacken. Ja, okay. Das kann mir keiner mehr wegnehmen mit diesem Fortschritt. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ach, ich bin so mega leise bei dem Spiel, weil ich so konzentriert spiele, weil ich nicht sterben will. Komm, ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht. Das ist doch fair, oder? Ich habe gespeichert, dass das Alien da jetzt vielleicht unbedingt dann Bock hat, das war mir auch klar, ja. Aber wo soll ich denn da auch hin, wenn das erstmal da steht in dem Ding? Da kann ich ja nicht jetzt sagen, hier rein, aber hier ist auch blöd, dann mit dem, ach, ich hätte mit dem Aufzug wieder wegfahren können, okay. So, okay, und jetzt habe ich das gemacht und jetzt komme ich hin. Seniors, da ist eine Dr. Lingard, leitende medizinische Offizierin. In ihrem Büro sollten Sie herausfinden können, wo hier alles gelagert wird. Komm, du drehst dich andersrum weg. Hättest du dich nicht andersrum wegdrehen können, dann wäre alles gut gewesen. Aber nein, du musst dich jetzt so rum wegdrehen. Also ich muss dann zu diesem Schacht hinkommen irgendwie, das ist mir auch klar. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Ich will mich aber eigentlich nicht verstecken. Ich renne, glaube ich, einfach. Samuels, da ist eine Dr. Lingard, leitende medizinische Offizierin. In ihrem Büro sollten Sie herausfinden können, wo hier alles gelagert wird. Ach komm schon, ey.
ist ja gut. Okay, du kommst dann von da. Ist okay. Muss ich das jetzt nochmal machen? Ja, wahrscheinlich muss ich es nochmal machen, ne? Habe ich hier irgendwo eine Karte übersehen vielleicht? Ach, diese Karten sind so praktisch, wenn man die erstmal hat, ne? Samuel, da ist eine Dr. Lingard, leitende medizinische Offizierin. In ihrem Büro sollten Sie herausfinden können, wo hier alles gelagert wird. Beeilen Sie sich. Boah, das ist gar nicht so einfach. Wenn man nicht weiß, wo das ist. Habe ich nicht auch so ein Schrittgedöns, was mir zeigt, wo er ist? Rein theoretisch.